Hi und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Du bist nicht Benny. Doch, ich war nur beim Friseur. Kein Stress. In diesem Video geht es heute um den zweiten Teil von unserem Report with Me. Und zwar beim letzten Mal haben wir diese Insigne Gigante hier hinten aus dem Topf genommen und heute pflanzen wir sie ein. Das heißt, für all diejenigen, die neu dazugekommen sind, wiederhole ich es einfach nochmal ganz kurz. Was bisher geschah. Und zwar, wir waren bei Aequagenera Europa, haben dort, ich glaube, in drei Räumen zig Myriaden an Pflanzen gefunden. Für all diejenigen, die irgendwie in der Umgebung wohnen, eine unbedingte Empfehlung. So viele Pflanzen auf einen Haufen habt ihr, glaube ich, noch nie gesehen. Haben dort alle Pflanzennamen falsch ausgesprochen, die Benny unter die Finger gekriegt hat. Ja, ich habe eure Kommentare gelesen. Es macht aber so einen Spaß. Nein, dann haben wir diese Insigne Gigante gefunden, dieses kleine Monstrum da hinten. Haben es dann irgendwie ins Auto gequetscht gekriegt. Sind damit dann, ich glaube, 3, 4 Stunden wieder nach Hause gefahren, haben es in die Wohnung nach oben geschleppt, haben es dann mit euch gemeinsam ausgepackt. Das fand ich auch sehr schön. Alles ist heil angekommen, nichts ist irgendwie verknickt. Ich glaube, ein Blatt ist, glaube ich, in der Mitte gebrochen. Das hängt dann so quer runter. Das ist aber nicht schlimm. Haben es dann mit euch gemeinsam im letzten Report with Me, falls ihr das nicht gesehen habt, klickt da oben. Aus der Erde geholt. Das war ein ziemlicher Akt, glaube ich. Der Topf war viel zu groß für die Pflanze. Hatte ich, glaube ich, noch so im Kopf. Die Erde war sehr schön. Und jetzt sind wir hier, zig Wochen später. Ich habe es endlich geschafft, den Topf zu kaufen. Und zwar, das ist dieses 25 Liter kleine Ding hier. Ein super Ventipot. Ich liebe diese Töpfe. Die haben hier unten auch so kleine Füße. Das heißt, wenn es dann wirklich in dem Topf steht, dann ist eigentlich immer so bis hier Wasser. Das heißt, dass die Wurzeln halt wirklich in den Topf nach unten wachsen müssen, um das Wasser zu finden. Natürlich ist hier außen rum, hat auch noch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, egal wo die Wurzeln gerade sind, hier kriegt es immer Wasser und hier unten sind die Nährstoffe. Finde ich sehr schön. Hier, das fällt runter. Genau, und das haben wir bis jetzt gemacht. Sehr spannende Reise. Genau, und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch gleich mal an, dieses kleine Schätzchen da hinten einzupflanzen. Was ich bis jetzt gemacht habe, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Sie kriegt A, ein neues Blatt. Sie hat einen Pollenstamm. Das ist mir im Wasser noch nie passiert mit einer Pflanze. Leider, ich ärgere mich gerade sehr. Alle meine Pflanzen oder alle meine Anthuren, ich glaube, ich habe so 4, 5 Stück oder so, die gerade einen Pollenstamm haben, sind alle weiblich. Und zwar alle sind wirklich in der weiblichen Form und ich habe keinen Pollen. Es ärgert mich sehr. Denn zuerst war meine Crystallinum dran. Ich habe den Pollen aber nicht aufgehoben. Sonst hätten wir jetzt lustig kreuzen können. Tja, ist jetzt nicht. Finde ich sehr schade. Wenn ich ein bisschen rumschniefe, dann weil ich ein bisschen Allergie habe. Ja, ich bin ein kleines Pollenkind, von daher nicht wundern, wenn das irgendwie komisch klingt. Genau, ich habe die Pflanze immer jede Woche einmal, ein, zweimal durchgespült. Das heißt, die Wurzeln ein bisschen gelockert, dass da nichts irgendwie komisch drin ist. Habe es auch eben gerade schon gemacht, dass die ganzen toten Wurzeln, die da drin sind, einmal abgespült. Eigentlich kein großer Unterschied wie vorher. So wie ich gesagt habe, die ganzen kleineren Wurzeln sind alle abgestorben und sind noch drin. Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Problem wird, wenn wir sie jetzt eintopfen. Da sind immer noch so ein paar tote Dinger drin. Aber wir machen es jetzt trotzdem, weil die Pflanze so langsam anfängt, in alle möglichen Richtungen zu wachsen. Und das ist nicht schön, weil sie steht halt nicht richtig in diesem kleinen Topf, in diesem Wasserding hier hinten. Genau. Nicht lang quatschen. Es geht los. So, jetzt sind wir endlich hier unten angekommen. Nicht wundern, dass hier hinter mir ist mein kleiner mein Leckerbeutel mit meinem professionellen Umfüllgefäß.
Ich habe mir als Übertopf diesen kleinen Bauhauseimer ausgesucht. Ich glaube, das ist ein 30 Liter Eimer. Würde ich Ihnen empfehlen? Nein, denn es ist halt irgendwie immer ein ziemlicher Krampf, den Super Ventipot über diesen Topf zu kriegen, denn der Topf oder der Übertopf ist circa 1 Zentimeter größer. Und man muss ihn doch wirklich mit Hass über diesen Topf stülpen, damit das halt funktioniert. Der Super Ventipot, der geht ungefähr so bis hier. Das finde ich ziemlich perfekt, denn ich fülle eigentlich immer dann 10 Liter. Das heißt, so ein kleines Stückchen fülle ich da halt eigentlich immer ein bisschen Wasser hin, dass der Innentopf ein bisschen im Wasser steht und dass die Wurzeln halt wirklich nach unten wachsen müssen. Der ganze Topf ist hier oben abgeschlossen. Das heißt, da wackelt nichts, da sind keine Ritzen. Da müsst ihr halt unbedingt drauf achten, denn das hilft diesem Topf oder diesen Wurzeln sehr, denn die Luftfeuchtigkeit kann da nicht mehr rauskommen. Das heißt, hier, wo kein Wasser ist, habt ihr eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Die ist da drin so ein bisschen gefangen. Das heißt, die Wurzeln können auch hier halt auch schon Wasser aufnehmen. Und wenn sie halt wirklich Nährstoffe wollen, dann können sie hier nach unten und können da halt effektiv dann die Nährstoffe aufnehmen. Deswegen liebe ich diesen Topf so. 25 Liter Super Ventipot in Rund. Ist, glaube ich, das Größte, was man, glaube ich, kriegen kann. Und da füllen wir das kleine Schätzchen jetzt halt um. Genau. Das heißt, hier ist jetzt meine kleine Pflanze. Wir nehmen das kleine Pflänzchen, was sich gerade in alle möglichen Richtungen gebogen hat. Da müssen wir dann auch noch später nochmal drauf gucken, drauf achten. Wir wollen sie leider gerade stehen haben. Warte mal, jetzt sind hier die ganzen Wurzeln. Dann machen wir mal nach unten. Ich will sie auch eigentlich in der Mitte stehen haben. Das ist, glaube ich, jetzt hier aber nicht so wirklich drin. Wir müssten ja auch gleich ein paar Blätter abmachen. Scheiße. Wir machen mal gleich ein paar Blätter ab. Blatt 1. Also die ganzen kleinen Blätter, die jetzt ganz unten sind. Wenn die mir jetzt da wegfaulen, habe ich jetzt keine Lust zu. Blatt 2. Ihr seht ja nichts. Das mache ich hier auch noch ab, das kleine Blättchen hier. Und zwar, was mir jetzt nicht gefällt, und zwar lassen wir die jetzt hier so ein bisschen anlehnen. Das geht wegen den Wurzeln jetzt nicht anders. Ja. Genau. Puh. So, jetzt mit einer Hand halten. Mit der anderen Lecker einfüllen. Ich hätte mir vielleicht einen größeren Lecker-Umtopf-Gefäß suchen sollen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu laut für euch, wenn ich jetzt das Lecker einfülle. Ich mache mal irgendwie so auf Zeitraffer oder irgendwie mit schicker Fahrstuhlmusik. Bis gleich. So, mir ist halt gerade aufgefallen, dass ich die Pflanze jetzt halt erstmal gerne ein bisschen zusammenbinden wollen würde, damit die ein bisschen besser steht. Also ich habe mir jetzt hier so einen kleinen Faden genommen und ich binde die jetzt halt erstmal ein bisschen zusammen. So ungefähr. In der Hoffnung, dass sie dann halt ein bisschen besser steht.
Jetzt habe ich hier ein Blatt vergessen. Um die wichtigsten Blätter, da mache ich jetzt immer so eine Doppelschleife rum. Gucken wir mal. Sag Stopp, wenn es gut aussieht. Okay, fertig. Das war anstrengend. Ich würde jetzt erstmal gerne die Pflanze einmal durchspülen wollen, weil ich finde dieses Substrat immer so abgrundtief dreckig. Räume ein bisschen auf und dann zeige ich euch die Pflanze, wie sie letzten Endes an ihrem finalen Standort steht, oder? Bis gleich. So, wir haben sie jetzt fertig hingestellt. Ich habe noch mal ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Das heißt, ich habe die hier noch mal ein bisschen besser zusammengebunden hier unten, weil dadurch, dass sie jetzt so lange alleine stand oder wachsen durfte, wie sie jetzt wollte, ist sie jetzt in alle Himmelsrichtungen gewachsen. Guckt euch das mal an. Echt ein geiles Blatt, oder? Ist sie jetzt ein bisschen kreuz und quer gewachsen. Man sieht es hier vielleicht an dem kleinen Stängel. Der hat jetzt hier schon so einen kleinen Knick. Das Blatt hier, das knickt auch irgendwie ab, wie es gerade will. Ich habe es hier unten ein bisschen enger zusammengebunden. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie die Blätter abschnürt oder so. Aber ich wollte es jetzt halt erstmal so lange ein bisschen fester haben, bis die Stängel jetzt wissen, liegt oben. Und da verändert sich jetzt erstmal nichts mehr. Genau, Report with me, Teil 2 von 2 beendet. Meine riesige Insigne Gigante, wir haben es jetzt endlich geschafft. Ihr wisst jetzt auch so ungefähr, wie man es macht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar da. Es freut nicht nur mich, sondern auch den Algorithmus. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr vielleicht auch schon mal so eine riesige Pflanze umgetopft? Seid ihr vielleicht anders oder besser vorgegangen als ich? Ich würde mich über jeden Tipp freuen fürs nächste Mal. Und man sieht sich nächsten Sonntag um 10 Uhr. Vielen Dank, bis gleich.